Ja, die Mutter aller Demos war das wohl am heutigen Samstag eher nicht. Wir haben schon die ersten Zahlen. 3000 Demonstranten haben gegen die Covid-Maßnahmen demonstriert. Man hat sich gegen Mittag eben am Hauptbahnhof eingefunden und schließlich ist auch dieser Demozug zuerst Richtung Innenstadt und dann Richtung 11. Bezirk, Richtung Simmering gezogen. Wie gesagt, 3000 Demonstranten nahmen daran teil. Ebenfalls bekannt ist uns, dass es eine Gegendemonstration gab. Mein Kollege Mike Vogel hat die Demonstranten auch durchaus kennengelernt. Das war kein sehr leichtes Unterfangen. Wir haben ihn ja auch den ganzen Tag begleitet, beziehungsweise er für uns die Demonstration, und haben gesehen, was da dann wirklich auch passieren kann. Für heute war eben angesagt, man solle hier einen Familientag machen mit Hüpfburg, Kinderschminken und dergleichen. Glücklicherweise sind nicht viele Menschen mit ihren Kindern gekommen, denn als sich dieser Demozug dann formiert hat, gab es durchaus auch unschöne Szenen. Was sind jetzt nun einmal die Fakten zusammengefasst? 3000 Covid-Teilnehmer gab es am Samstag in Wien, 1000, die die Gegendemo angeführt haben. Und in Summe, habe ich mir von der Polizei nun bestätigen lassen, gab es 10 Festnahmen. Du hast es angesprochen, der Einsatz ist ja noch am Laufen. Also das heißt, es geht durchaus auch noch weiter. Ich bin hier vor der Staatsoper und den Schwenk, den kann ich dir sehr gerne geben. Bitte schön, bis nach hinten stehen hier die Polizeiautos. Man erwartet hier durchaus noch, dass es zu Gruppierungen kommen wird. Angesagt ist das aber nun erst für 18.30 Uhr. Die Polizei ist bereits da. Wir werden sehen, wie viele Demonstranten sich dann auch noch hierher zur Staatsoper bewegen werden.